habe noch andere Fragen, ja? Was ist mit der Inquisition? Verbohrte Gotteskriecher, die alle Abergläubigen auf dem Scheiterhaufen bringen möchte. Jede Hexe, die klug ist, wird sich vor ihnen verbergen. Du findest, die Prioten wurden in Lagern oder auf Streifzügen durch den Wald. Ja. Du wolltest, dass ich dir bei etwas helfe. Die Inquisition soll nicht ungestraft in den Dunkelwald eingedrungen sein. Die Priostriner haben ein Lager aufgeschlagen. Bring mir dort ihren Messwein, damit ich ihn mit einem Fluch belegen kann. Du findest den Messwein wahrscheinlich in einer Reliquienkiste. Das wäre ein Sakrilik. Nein, das kann ich nicht tun. Ach, Sakrilik. Ist es kein Frevel, Unschuldige zu jagen und zu verbrennen? Komm wieder, wenn du zum Verstand gekommen bist. Okay, also, ja. Gucken wir uns erstmal im Dunkelforst um. Noch mehr Reisende. Ronkwar hatte recht. Dieser Wald ist wirklich eine Goldgrube. Eda, legt eure Waffen nieder und gebt uns all euer Gold. Dann wird euch vielleicht nichts passieren. Nicht so schnell. Dieser Wald gehört Humbert und nicht Ronkwar. Okay. Gestalten wie ihr sind hier nicht willkommen. Euch würde ich aber trotzdem bitten, die Waffen zu strecken. Das Gold gebt lieber uns. Wir sind ehrliche Räuber und keine Halsabschneider wie Ronkwars Spießgesellen. Schwächlinge wie dich haben wir gerade noch gebraucht. Schaut mal, Männer. Humberts Mädels sind auch da. Und du hörst mir mal gut zu. Ignorier die Vogelscheuchen da und mach einfach, was wir dir sagen. Klar? Wartet, ihr verwirrt mich. Von wem redet ihr hier eigentlich die ganze Zeit? An Rabo, hey, der hat euch Mädels genannt. Wollt ihr das auf euch sitzen lassen? An Franco, was hältst du davon, wenn wir die Vogelscheuchen gemeinsam fertig machen und dann teilen wir uns Bildbeute? Bei Fex gleich zweimal Kopfgeld für mich, falls auf eurer lächerlichen Bande überhaupt noch Karten ausgeschrieben sind. Warte, ihr verwirrt mich, ja. Ich rede von Ronkwar, dem mächtigsten und stärksten bei dem ganzen Mittelreich. Dieser Wald und die Handelsstraße hier waren viel zu lange in der Hand dieser Gruppe von Schwächlingen. Paar, mächtigster und stärkster Bandit, ein Totschläger und Halsabschneider ist das und ein Feigling. Humbert würde mit diesen Emporkömmlingen einen kurzen Prozess machen, wenn er sich mal in unser Lager trauen würde. Was haltet ihr davon, wenn wir diese Totschläger gemeinsam fertig machen? Ich stand schon immer gerne auf der Gewinnerseite. Lasst uns die Vogelscheuchen fertig machen. Bei Fakes gleich zweimal Kopfgeld für mich, falls auf euer lächerlichen Band überhaupt Karten ausgeschrieben sind. Ich bin irgendwie versucht, das letzte zu nehmen. Es sind ja nur 6. Dann habe ich aber beide Gruppen zu Feinden. Doch, machen wir es. Große Worte, Junge. Leute, vergesst mal kurz Humberts Leute und stopfen wir diesem Aufschneider das Maul. Jungs, ihr habt Rockers Spießgesänge gehört. Wir können jetzt nachher noch entscheiden, wem dieser Wald gehört. Jetzt steht erstmal Hiebe für das Großmaul hier. Räuber und Banditen. Besiege die Räuberbanden. Hier schleichen viele Räuber durchs Unterholz, dass man keine 3 Meter weit kommt, ohne Opfer eines Überfalls zu werden. Aber damit ist Schluss. Ich werde mir einen nach dem anderen vornehmen. Hier im dunklen Forst kämpfen 2 Räuberbanden um die Macht und keiner der Anführer wird ruhen, bis geklärt ist, wer in Zukunft das Sagen hat. Ja. Alles klar. Dezeption. Lass das mal Vorgrim machen. Für Ardo! Ja, Humberts Räuber und Ronkwas Handlanger. Furax! Sanja! Meno, ihr kriegt auf die Plauze. Ein Zwerg, ein
das mal vor, Grimm. Sprich, Freund. Alles klar. So, noch ein Wuchtschlag vom Vorgrimm. So, die meisten sind jetzt schon hinüber. Ja. Ja, die Räuberbande ist abgeschlossen. Es ist die Ordnung im Dunkelfoss wiederhergestellt. Die Selbstlosen werden kein Gesetz mehr brechen. Ja, die Sache ist halt die. Jetzt haben wir wohl, dass noch immer die Hauptanführer übrig sind von beiden Räuberbanden. Und vielleicht beide jetzt stinkig auf uns sind. Ja. So, hier ist Fluss. Hier steht eine Bank. Einfach so in der Gegend rum. Hier unten kann ich rum. Um den Felsen. Aber hier sind Eisbären. Ich kann auch oben rum um den Felsen. So ist es ja nicht. Mein Atem geht ruhig. Oh, hier sind viele Einbeeren. Viele, viele Einbeeren für uns. Einbeeren, Einbeeren. Also wir können dem Weg weiter folgen, wir können aber auch erstmal nach Norden gehen. Da kommen wir nämlich auch unter... Ne, gehen wir erstmal den Weg weiter. Fahren wir einfach mal den Weg, da sollten wir irgendwann... Genau. Ach, hier ist das Lager der Praios-Geweihten. Und auch noch mit Bandstrahlern und allem. Lux Vobiscum, ihr betretet das Lager der Inquisition. Was ist euer Begehr? Ich suche einen Weg, um durch den Zauberwald in die Ruinen zu gelangen. Was will die Inquisition hier? Ich bin auf Reise und würde mich gerne mit Vorräten eindecken. Was will die Inquisition hier? Großinquisitor Davania hat im Fjordog einen Zug der Sonne ausgerufen, um die lästerlichen Hexen und anderen Schafften des der Witzes im Dunkelwald mit schwertem Feuer zu läutern. Bediener der Sonne, Bandstrahler und Geweihte des Praios werden das Licht der Gerechtigkeit in diesen Forst tragen. Praios sei mit ihnen. Ja, ich suche einen Weg, um durch den Zauberwald in die Ruine zu gelangen. Auch der Sonnenzug wird das ruchlose Zauberwerk niederreißen. Wir jagen und richten Hexen, die sie und andere Untaten aufbeschworen haben. Schließt euch uns an, Brenue, und wir werden dieses Mal beide unsere Ziele schneller erreichen als zuvor im Fjordog. Zur Ruhe, zu eurem Ruhewald Praios. Was kann ich tun? Eine Hexe mit heidnischem Namen Josemin soll sich als Schweinehirte maskiert haben und westlich von hier durch den Wald ziehen. Richtet sie im Namen Praios und bringt mir ihren Talisman als Beweis. Wenn ihr eure Rechtschaffenheit da dergestellt bewiesen habt, erwarten euch größere Taten. Nein, ich vergieße kein Blut. Bloß aufgrund eines Verdachts, also gut ich mache es, wenn sie wirklich seine Ausgeburt der Finsternis ist, wie ihr sagt. Dieses Hexenweib wird bei dem Borons Reich mit den Seelen der Toten klagen. Euer Gnaden. Mal nehmen wir mal die zwei. So soll es sein. Ich zeichne euch Josemins Aufenthaltsort auf der Karte ein. Kehrt zurück, wenn ihr unreines Leben beendet ist.
Und seid willkommen im Lager. Denkt euch beim Zeugwald mit Proviant und Ausrüstung ein. Ich habe zuvor noch Fragen. Die Suche nach der Wahrheit ist eine heilige Pflicht, aber verwechselt sie nicht mit unnützem Wissen. Stellt eure Fragen. Was ist so verdorben am Wesen der Hexen? Zauberei ist bereits eine Sünde an der Weltordnung an sich. Ja, wegen dem Thema Praios mag keine Magier. Doch die Hexen nutzen sie, um sich mit finsteren Mächten einzulassen. Den Namenlosen und seinem Dämonen, alten Hexen und Blutgötzen. Auch die Zahl ihrer Frevel ist Legion. Sie mindern das Licht dieser Welt. Ich möchte noch etwas wissen. Ihr seid so voller Eifer. Verbindet euch etwas Persönliches mit den Hexen. Was sprecht ihr da, Brenner? Ja, wollt ihr etwa meinen gerechten Zorn in den Schmutz ziehen? Wagt es nicht. Es ist Praios Ruf nach Gerechtigkeit, der mich antreibt. Okay. Was hattet ihr von Großinquisitor? Wie könnt ihr da noch fragen? Niemals hat jemand dem Fürstentum Kosch so gut getan wie Armando Lecando da Vanya. Er ist ein Mann ohne... Leconda da Vanya. Er ist ein Mann ohne Fehl, eine gleißende Lanze der himmlischen Gerechtigkeit. Ohne all diese Zauderer und Sünder unter dem Bohren und Stadtherren wäre das Licht der Ordnung schon viel weiter vorgedrungen. Aber nun, unter der Ägide des Großinquisitors wird das Land vom Bösen genesen. Heute der Dunkelwald und morgen das ganze Fürstentum. Ja, leb wohl. Also gut, wir haben... Unter Diener des Lichtgottes hatte ich mir anderes vorgestellt. Ja. Lagermeister... Können wir was kaufen? Bandstrahler? Praios zum Gruß! Seht ihr nicht, dass ich zu tun habe? Wer seid ihr? Und in wessen Auftrag seid ihr unterwegs? Ich bin Brenno. Ich wollte nur mal schauen, was ihr hier treibt. Ich bewache den Gefangenenwagen hier, na? Soll ich euch dazu sperren? Und ihr seid, ich bin Armgeld, der Gimmler dieses Praios, Mitglied des Sonnenzuges und Wachsoldat. Macht, dass ihr weiterkommt. Ich muss hier meinen Dienst verrichten. Ich bin schon auf dem Weg. Praios liegt euch stets den rechten Weg weisen. Mhm. Was hat denn der Lagermeister zu verkaufen? Hey, ja? Was ist? Gott, bist du ein junger Bube. Arena sagt, du verkaufst Vorräte. Kann ich mir mal dein Angebot ansehen? Was machst du da? Kleines Betören, ich will dir keine Scherereien machen. Mich dürst es nur ein wenig nach einem Schluck Wein. Ach, ich würde alles für das sinnliche Traubenblut geben. Der ist bestechen. Sieh mal, diese drei Goldstücke brauchen viel Fürsorge und Aufmerksamkeit. Willst du sie nicht geben, wenn ich mich kurz im Magazin die Beine vertrete? Was machst du da? Ich bewache das Magazin mit den Vorräten und der Reliquie in Ruhe. Hey, eine ehrenvolle Aufgabe. Hey, und auf die Hühner muss ich auch aufpassen. Warum sagst du immer hey? Hä? Vergiss es. Was machen denn Hühner im Lager des Sonnenzuges? Was glaubt ihr denn, wie viele Bewaffnete ernährt werden? Mit Licht und der liebe Praios, hä? Die Hühner brauchen wir zur Verpflegung, hä? Und meine Kameraden machen sich immer einen Witz daraus, das Tor aufzumachen, damit ich die Hühner wieder einsammeln muss. Na dann, Praios, mit dir. Ja, ich könnte ihn theoretisch betören. Ja, schließe dich den Sonnenzug an. Töte die Hexe Josephine. Ich bin auf das Praiotenlager gestoßen und habe dort von der Sonnendienerin Varina den Auftrag erhalten, eine der Hexen, die hier im Wald leben, zu töten. Die Praioten wollen alles Dunkle aus diesem Wald vertreiben, auf das das Licht Praios heller scheint. Töte die Hexe Josephine. Varina, die Praiotenlager, fragte mich, ob ich mich ihrem Orden anschließen will. Sicher kein schlechtes Angebot, aber die Aufnahmeprüfung ist auch nicht die ehrenwerteste. Ich soll die Hexe Josephine für sie töten oder ihr als Beweis in ihren Talisman bringen. Natürlich im Namen der Inquisition. Schließlich morden die Praioten nicht aus niedrigen Beweggründen wie Habgier oder Vergeltung. Nein, klar nicht. Hey, ja? Was ist? Ja, kann ich mir mal dein Angebot ansehen? Was hast du Schönes? Nichts, was wir bräuchten. Okay. Hier ist ein Amboss. Da hinten sind Bandstrahler beim Sparen. Da ist noch ein Bandstrahler. Und da ist Davania mit zwei gut bewaffneten Bandstrahlern. Also ja, das Praios-Lager. Das heißt, weiter runter kommen wir wahrscheinlich dann in den Gutshof. Gut, bevor wir mit Davania und den anderen hier reden... Praios mit euch Fremder. Also bevor wir mit Davania reden, wird es mal wieder Zeit zu speichern.
Das wäre 16. Speichern. Und dann machen wir hier erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.